Tja, moin, moin, meine lieben Leute und ein herzliches Willkommen zu dem Video, das ihr schon im Titel lesen könnt. Und zwar, ich zeige euch meinen Kalender 2024. Und Alter, es ist schon wieder soweit. Wir haben schon wieder ein Jahresende erreicht mit einem extrem spannenden Jahr tatsächlich. Also 2023 war echt spannend. Und Leute, wir starten jetzt in ein Jahr... Och nee, hab ich den Kalender jetzt vergessen oder was? Ach Gott sei Dank! Leute, jetzt ohne Spaß, das wär's jetzt gewesen. Ich nehme Video auf, let's go! Und der Kalender liegt was weiß ich wo. Nun ja, hier in dieser Tüte, dass ich jetzt, also das ist nicht die Tüte, wo ich ihn eigentlich gekauft habe, sondern hier in dieser Tüte, keine Werbung übrigens, befindet sich der wunderbare Kalender von mir. Und zwar starten wir alle... In... Wo starten wir denn rein, Leute? Seid gespannt. Wir starten 2024. Na gut, bei euch ist es jetzt spiegelverkehrt. In ein Jahr voller Freude. Ich habe das abgedeckt, aber ihr werdet gleich sehen, was das ist. Und zwar das Titelbild vom Kalender 2024. Und das werde ich jetzt hier mal schön frei machen, meine lieben Leute. Und dann werde ich euch das Ganze natürlich zeigen. Wie gesagt, das sind Kalenderfotos, beziehungsweise das sind Fotos von mir, die ungefähr 3 bis 4 Jahre alt sind. Und die habe ich alle auf meiner Speicherkarte zufällig wieder gefunden. Und das sind Naturvideos von mir. Das werde ich euch jetzt hier einmal schön zeigen. Und zwar, Freunde, schaut es euch an. 2024. Und das hier ist ein See, beziehungsweise ein Teichsee. Das ist das Titelbild 2024. Und jetzt kommt der Januar. Ups. Schaut es euch an, Januar. Ein echt schönes Bild. Was sagt ihr dazu? Januar. Nanu. Und jetzt kommt der Februar. Februar. Oh. Nächstes Jahr ist ein Schaltjahr. Ey, lol, das wusste ich ja noch gar nicht. Aber jetzt ernsthaft, das wusste ich nicht. Aber Februar hier, schaut es euch an. In der Nacht, beim Spazierengehen. Keine Ahnung, wo das war. Das ist schon maximal 4 Jahre her. Ich weiß es echt nicht, wann das war oder wo das war. Dann der März 2024. Guckt es euch an. Der März. Ups. Der März. Das ist, das weiß ich noch ganz genau, das ist ein Spiegelbild. Und zwar habe ich, also beziehungsweise das war halt ein Spiegel. Und die Sonne hat auf den Spiegel geschienen. Und der Spiegel hat das Licht dann auf dem Boden als Regenbogenfarben produziert, sage ich. Wie nennt man das? Auf dem Boden gespiegelt. Also halt auf dem Boden reflektiert, sage ich jetzt mal. Und ja, ich finde, das sieht einfach voll schön aus, dieses Foto. Und ich habe das halt einfach im März gewählt, weil... Keine Ahnung, aber bei März steigt schon die Vorfreude auf den Frühling, Leute. Wisst ihr, was ich meine so? Und ja. Dann der April. Schaut es euch an. April im Wald. Ich habe keine Ahnung, wo das war. Ich weiß nicht mehr, wann ich dieses Foto gemacht habe. Ist auf jeden Fall schon uralt. Ich habe echt keine Ahnung. Und das ist von mir, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Das ist von mir. Ja. Was war das jetzt? April. Jetzt kommt der Mai 2024, der Mai, auch ein uraltes Foto. Ich habe keine Ahnung, wo das ist, wirklich, und ich habe auch keine Ahnung, wie alt das ist. Dann der Juni. Auch sehr schönes Bild. Wie gesagt, keine Ahnung, wo ich das gemacht habe und keine Ahnung, wann ich das gemacht habe. Ich weiß nur, dass es... 3 bis 4 Jahre alt war. Und das habe ich beim Aufräumen der SD-Karte gefunden und dachte mir halt, da es im Juni so schön warm und so weiter ist, dachte ich mir, mache ich das halt einfach rein. Dann haben wir hier Juli. Auch sehr, sehr, sehr schön, Leute. Sage ich euch so, wie es ist. Juli. So ein bisschen Sommer. Im Sommer ist ganz logisch. Dann kommt der schöne August. Moment, wie sieht man das so? Ey, ich finde das so schön. Ey, diese Gegend kommt mir bekannt vor. Das
ist in Stuttgart, wo ich, wenn ihr euch noch an den Urlaubsvlog von mir in Stuttgart erinnern könnt, dann glaube ich, wisst ihr, wo das ist. Ist echt schön, Leute. Und das habe ich gemacht. Allerdings vor 4 Jahren oder so. Ich weiß es echt nicht mehr. Dann haben wir den September. Schaut her, das ist auch in Stuttgart. Das erkenne ich sofort. Aber wie gesagt, wann ich dieses Foto gemacht habe, keine Ahnung, Leute. Das weiß ich tatsächlich echt nicht. Dann im Oktober, wo der Hund am Feuer liegt. Schön. Schaut es euch an. Oktober. November. Und zu guter Letzt der Dezember. Und das ist das Bild, was ihr gesehen habt im Weihnachtsbescherungsvlog, beziehungsweise Vlog der Bescherung, glaube ich, hieß das Video. Ich weiß gar nicht mehr, wie mein Video heißt. Naja, jedenfalls, das habt ihr gesehen, dieses Foto. Das bin einfach ich vor 4 Jahren, wo wir in so einem Laden waren und da waren halt all die Weihnachtssachen. Da habe ich halt einfach so random eine Mütze ausprobiert und habe halt versucht. Und ja, hab mich halt so verkleidet und das ist das Foto, was ihr sehen wollt. Und was ihr halt gesehen habt. Und ja. Das war mein Kalender 2024, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und Leute, ich hoffe natürlich auch, dass ihr soweit so gut ein schönes Jahr 2023 hattet. Jetzt geht's gleich nach draußen. Und zwar befinden wir uns dann bei der Fahrradtour am Ende des Jahres 2023. Und ja, seid gespannt, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, bis gleich.